Hallo alle zusammen. Ich bin nicht irre geworden. Ich rotiere. Ja. Wie alles im Universum. Das ist ja gerade das Thema der heutigen Folge von Space One. Die Rotation von Himmelskörpern. Alles im Universum rotiert. Warum soll ich nicht auch rotieren? Ja, also die Antwort darauf ist natürlich, weil ich kein Himmelskörper bin. Aber ist es überhaupt so, dass alle Himmelskörper einen Eigendrehimpuls besitzen, also sich um ihre eigene Achse drehen? Hat das irgendwelche astrophysikalischen Konsequenzen? Und wenn ja, welche sind denn das? Darum soll es heute gehen. Es geht heute um die Rotation von Himmelskörpern. Oder unphysikalisch ausgedrückt, die Drehung von Himmelskörpern. Und diese Rotation von Himmelskörpern ist natürlich etwas sehr Interessantes, weil man herausfinden muss, wo sie herkommt. Fangen wir mal ganz logisch an. Wenn wir von Rotation von Himmelskörpern sprechen, haben wir da überhaupt einen Grund zu? Rotieren denn die Himmelskörper? Kann man das herausfinden, dass die rotieren? Gucken wir uns erstmal an, welche Himmelskörper überhaupt existieren. Und da fangen wir natürlich im Allergrößten an und gehen dann ins Allerkleinste, also drehen wirklich in die Strukturen des Allerkleinsten vor und gucken uns mal an, ob das da genauso läuft. Also, Galaxien-Superhaufen. Das sind also riesige Ansammlungen von Galaxienhaufen. Während die Galaxienhaufen aus einzelnen Galaxien bestehen und die Galaxien aus Sternen und Planeten, aber fangen wir, also die Galaxien-Superhaufen sind riesige Agglomerationen, also Massenkonzentrationen von Galaxienhaufen. Und diese Galaxienhaufen sind auf einem verhältnismäßig engem Raum miteinander in Wechselwirkung, stehen in physikalischer Wechselwirkung, und diese physikalische Wechselwirkung schlägt sich darin nieder, dass zum Beispiel die Galaxienhaufen Eigenbewegungen oder Eigengeschwindigkeiten relativ zueinander besitzen. Und diese Galaxien-Superhaufen sind die größten Strukturen, die wir kennen. Die drehen sich, kann man messen. Wie man das misst, sage ich euch gleich. Galaxienhaufen, also quasi die Galaxienhaufen, die sich dann zu Superhaufen zusammenschließen können, die drehen sich auch. Da, wie gesagt, ich sage gleich, wie man das misst. Dann gibt es in den Galaxienhaufen selbst die Galaxien. Von denen weiß man sowieso, dass die sich drehen. Ne? Also da weiß man schon auch ziemlich lange, dass das so ist. In den Galaxien selber gibt es Sterne, Planeten und Gas. Auch da ist zumindest bei Sternen und Planeten so gut wie immer eine Eigenrotation vorhanden. Und sogar bei dem Gas, das in den Galaxien beobachtet werden kann, zum Beispiel wenn es sich um ionisierte H2-Regionen handelt, auch da beobachtet man in der Regel eine Eigenrotation. Und dann geht's weiter. Woraus bestehen denn Sterne und Planeten? Ja, die bestehen natürlich aus Atomen. Und die Atome sind zusammengesetzt aus Protonen, Elektronen, Neutronen. Und das ist jetzt die Welt der Quantenmechanik. Und was sagt uns die Quantenmechanik? Gibt es da eine Rotation? Ja, auch da gibt es eine Rotation, nämlich einen sogenannten Spin. Also, das soll jetzt kein Physiker hören. Eigentlich ist der Spin nicht wirklich ein Drehimpuls, aber man kann ihn eben in klassischer physikalischer Hinsicht so vergleichen, dass sich also die Teilchen in der Quantenmechanik, die Elektron, Proton, Neutron, um ihre eigene Achse drehen. Ja, also das nennt man dann halt Spin. Ne, und dann gibt es einen Spin 1/2 und bei vielen Teilchen, und das ist also eine quantenmechanische Beschreibung, den man klassisch mit dem Eigendrehimpuls vergleichen kann. Es scheint sich alles im Universum irgendwie zu drehen. Das erst einmal die Beobachtung. Wie hat man das beobachtet? Oder nee, anders. Das war die Beobachtung. Wie hat man es gemessen? Gemessen hat man das natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Aber das beliebteste Verfahren, um die Eigenrotation eines Himmelskörpers zu messen, ist die Sache mit der Spektroskopie. Also namentlich bei großflächigen Objekten, wie zum Beispiel den Galaxien, bei Sternen funktioniert das auch noch. Bei den Planeten benutzt man bereits andere Verfahren. Aber sagen wir mal, Sterne und Galaxien und auch die Galaxienhaufen sind ja sehr, sehr großflächige Strukturen, also sehr, sehr groß ausgedehnt. Und bei diesen Strukturen ist es zum Beispiel möglich, dass man nun, ich zeichne das am besten mal an, also quasi sowas vor sich hat. Das ist jetzt eine Galaxie, die hat hier den Kern. Jetzt sind wir hier auf der Erde und können diese Galaxie beobachten mit Instrumenten, und wir können sie sogar vermessen. Wie geht man jetzt vor? Nun, man macht Folgendes, man macht eine Spektroskopie, eine Aufnahme, also man nimmt das Licht dieser Galaxie, das auf die Erde fällt, und nimmt nun einen bestimmten Bereich, also einen bestimmten Abschnitt, den man von dieser Galaxie beobachten kann, nimmt man sich heraus. Und zwar einmal den Abschnitt ganz links. Oh, jetzt kann ich da mal einen Trick machen, Moment. Genau.
Dann wird dieser Bereich, mache ich jetzt schon mal blau, demonstrativ. Und dieser Bereich hier, mache ich schon mal rot. Also diese zwei Bereiche, Bereich 1 und Bereich 2, kann man spektroskopisch untersuchen. Wir empfangen das Licht der gesamten Galaxie und können jetzt quasi diesen Teil in der Mitte ausblenden. Dann können wir nur die Außenbezirke dieser Spiralgalaxie, da können wir das Licht, das aus diesen Außenbezirken kommt, können wir in ein Spektroskop werfen lassen. Und dann kann also eine Spektroskopie, ein Spektrograph, zum Beispiel ein Prisma, ein optisches Gitter, wie auch immer, kann dann dieses Licht zerlegen und es entsteht ein Spektrum. In dem Spektrum, ist jetzt wieder kalter Kaffee, kann man was machen? Ja, in einem Spektrum kann man Spektroskopie betreiben, indem man also nach Linien sucht, nach sogenannten Absorptions- und Emissionslinien. Und diese Linien sind nun bei einer Bewegung des Gases relativ zu uns verschoben. Es ist so, dass die Linien, die man, also die Absorptionslinien und die Emissionslinien, die man erhält, aus dem Spektrum dieses Bereichs 1, dass diese Linien blau verschoben sind. Das heißt, man stellt fest, dass die Linien, man hat einen normalen Erwartungswert, also im Spektrum würde man bestimmte schwarze Linien an einem bestimmten Energiewert erwarten. So, und jetzt kann es aber sein, dass diese Linie nicht beim erwarteten Energiewert beobachtet wird, sondern ein bisschen weiter verschoben ist. Und diese Verschiebung, diese sogenannte Blauverschiebung, ist ein eindeutiger Indikator dafür, dass sich das Gas auf uns zubewegt. Das heißt, dieses Gas aus Bereich 1 ist blau verschoben, bewegt sich auf uns zu. Andererseits beobachtet man zum Beispiel dann bei 2, also auch im Gebiet 2, wenn man das Licht hier empfängt, dass das Gas rot verschoben ist. Und rot verschobenes Gas heißt, das Gas entfernt sich. Und das ist ja auch schlüssig, denn die Galaxie müsste sich nach allem, was man auch so rein nach der Logik erwartet, dann so drehen. Ja? Das Gas kommt hier auf uns zu. Dann ist hier die Radialgeschwindigkeit quasi 0, genau in der Mitte. Und dann hat man hier wieder, also da im Grunde Minus und Plus. Hier kommt das Gas auf uns zu und hier entfernt sich das Gas wieder. Und dann kann man aus der Differenz, man kann natürlich genau ausmessen, mit welcher Geschwindigkeit das Gas das tut, wenn man das Licht also aufspaltet und ein Spektrum macht. Und wenn man jetzt die Geschwindigkeit kennt, mit der das passiert, mit der das Gas sich von uns wegbewegt und auf uns zukommt, hat man eine sogenannte Differenzverschiebung. Die Differenzverschiebung ist ein Maß für die Rotation, die dieser Himmelskörper hat. Ist nicht einfach, ich weiß. Bei Sternen ist das übrigens genauso. Ich passe jetzt nicht mehr so gut hier hin. Also hier oben kann man dann einen Stern nehmen und kann ihn quasi in zwei Bereiche unterteilen. Einmal kann man hier eine spektroskopische Untersuchung anordnen. Also man macht im Grunde hier einmal ein Spektrum, man macht einmal hier ein Spektrum. Und dann stellt man da dasselbe fest. Das funktioniert natürlich nur, das ist jetzt nämlich der entscheidende Punkt, wenn wir also auf die Ekliptik des Systems gucken, wenn wir genau auf die Bahnebene des Systems gucken, wenn wir von oben auf eine Galaxie drauf gucken, also ihr machen müsst es einfach so, ihr seid jetzt der irdische Beobachter und wenn sich eine Spiralgalaxie so dreht, dann könnt ihr das messen, dass jetzt das Gas so auf euch zukommt. Und dann entfernt es sich wieder. Dann kommt das Gas wieder auf euch zu, dann entfernt es sich wieder. Das kann man genau vermessen mit den Spektrallinien. Hat man eine Differenzverschiebung, kann messen, mit welcher Geschwindigkeit dreht sich die Galaxie um sich selbst. Bei einem Stern ist das genau dasselbe Verfahren. Aber wenn ihr jetzt nicht so auf die Galaxie guckt, sondern zum Beispiel so, also ihr guckt von oben auf die Galaxie drauf, dann ist so eine Differenzverschiebung gar nicht mehr zu messen. Deswegen gibt es nur Galaxien in bestimmten Kategorien, sogenannte Edge-on-Galaxien, die sich für eine präzise Vermessung, sofern man dann nicht die Ekliptik noch rausrechnen kann, die sich für eine präzise Vermessung der Rotation tatsächlich eignen. Das sind nur diejenigen, die tatsächlich in der Ekliptik liegen, also diese Edge-on-Galaxien, wo man quasi von der Seite auf die Scheibe drauf guckt und nicht von oben. So, da hat man nämlich Problem, wenn man die Rotation am Ende vermessen will. So, jetzt genug gelabert. Kommen wir mal jetzt zum Thema hier. Also Rotation, haben wir festgestellt, ist bei allen Himmelskörpern irgendwie zu beobachten. Wie sie zu messen ist, habe ich hier gezeigt. Demonstrativ gibt natürlich noch andere Verfahren, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Also bei Galaxien und auch bei Galaxienhaufen ist diese Differenzverschiebung von im Grunde blau verschobenen und rot verschobenen Spektrallinien ein eindeutiger Indikator. Wie kommt denn nun die Rotation einer Galaxie, eines Planeten, eines Sterns, eines Galaxienhaufens oder eines Gases überhaupt zustande? Rein logisch, muss man jetzt kein Genie sein. Welche Möglichkeiten gibt es denn?
Wir wissen von diesen Objekten, die sind entstanden, haben sich entwickelt, also machen wir es mal anders, sind erstens entstanden, haben sich zweitens entwickelt und sind drittens jetzt in einem Zustand, in dem die Rotation vorzufinden ist. Da liegt es nah, also entweder bei der Entstehung des Objekts danach zu suchen, ist bei der Entstehung des Objekts irgendwie ein Phänomen bekannt, das diese Rotation erklären würde, die man heute beobachtet, oder im Verlauf der Systementwicklung. Also wenn quasi das Objekt entstanden ist, rotiert noch nicht, aber durch äußere Einflüsse, kann ja sein, durch externe Faktoren, dieses Objekt zur Änderung seines Zustands gezwungen wird. Und dann kommt es eben dazu, dass also hier die Rotation einsetzt, aber da müsste man mal ein Phänomen erstmal diskutieren. Aufwerfen, anschließend diskutieren. Na, die Astrophysik ist sich heute ziemlich einig, dass es sehr wahrscheinlich was mit der Entstehung zu tun hat. Weil, ja, warum? Komme ich sofort zu. Wenn ein Objekt, eine Galaxie, ein Stern entsteht, dann funktioniert das in der Regel durch eine Instabilität. Machen wir es mal demonstrativ beim Stern. Wie entsteht ein Stern? Habe ich ein Video zu gemacht. Kann man sich dann einfach angucken, also wer sich dafür einhergehend interessiert. Ein Stern entsteht, wenn eine Gaswolke existiert und diese Gaswolke fällt unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammen. Wenn die Gaswolke also existiert und es im Grunde keine Kräfte gibt, die der Schwerkraft entgegenwirken, fällt die Wolke zusammen und dann entsteht ein Stern. Wichtig ist, diese Wolke besitzt bereits einen Eigendrehimpuls. Diese Wolke dreht sich bereits. Warum dreht die sich? Ne, da kann man jetzt immer weiter fragen. Ja, durch die Kinematik der Teilchen in der Wolke zum Beispiel. Einmal dadurch, dass natürlich die Wolke in dem galaktischen Umfeld, zum Beispiel durch die Spiralarme in der Milchstraße, gravitativ immer wieder gestört wird. Also die Spiralarme die Spiralarme der Galaxie wechselwirken natürlich auch mit dem jeweiligen Medium des Sternentstehungsgebietes, was dann dazu führt, dass im Laufe von Jahrmillionen sich so ein ganz langsamer Eigendrehimpuls in dieser Gaswolke aufbauen kann, der aber noch nichts darüber sagt, warum jetzt die Sterne rotieren. Das hat was damit zu tun, dass in der Physik der sogenannte Drehimpulserhaltungssatz gilt. Um zu verstehen, warum Himmelskörper namentlich die Sterne rotieren, um ihre eigene Achse sich drehen, bei den Planeten ist es genauso, ist es unerlässlich wichtig, den sogenannten Drehimpulserhaltungssatz der Physik als Hilfsmittel zu nehmen, weil nämlich der Drehimpulserhaltungssatz vorschreibt, dass der Drehimpuls, also ist eine physikalische Größe, in abgeschlossenen physikalischen Systemen eine Erhaltungsgröße ist. Der kann nicht verloren gehen. Der Drehimpuls kann umgesetzt werden in kinetische Energie, in Wärmeenergie, in andere Energieformen, aber verloren gehen kann er nicht. Der bleibt immer da. Wenn nun eine Wolke existiert und diese Wolke fällt unter der eigenen Schwerkraft zusammen und die hat einen Drehimpuls, dann wird der Gesamtdrehimpuls der Gaswolke, der auf einem bestimmten Volumen ist, auf ein kleineres Volumen gepresst. Dieselbe Sache mit den Neutronensternen. Wenn der Eisenkern im Inneren eines massereichen Sterns zusammenfällt, wird irgendwann ein Neutronenstern stehen und die Pulsare drehen sich nur deswegen so schnell, weil der Drehimpulserhaltungssatz in den Stern selber gilt, wie auch in den Gaswolken, aus denen später die Sterne hervorgehen. Also, die Gaswolke hat einen Drehimpuls, dadurch die Wolke wird immer kleiner, der Drehimpuls muss aber erhalten bleiben, dadurch wird dann am Ende der entstehende Stern einen Großteil des Drehimpulses der Gaswolke aufnehmen und wird um seine eigene Achse rotieren. Dann gibt es noch die Planeten, die entstehen namentlich durch genau diesen selben Mechanismus. Da fällt zwar nichts mehr zusammen, sondern die entstehen durch Akkretionsprozesse. Da hat man jetzt einen Stern, der hat Drehimpuls, ja, und um den Stern herum eine flache Scheibe aus Gas und Staub. So, was passiert jetzt? Na, es kommt durch Akkretion, also durch Massenzuwachs von physikalischen Teilchen, dazu, dass ein Körper entsteht, der erst so groß ist wie ein Sandkorn. Dann kommen weitere kleine Sandkörner, die sich an dieses eine Sandkorn anhaften. Auf diese Art wächst also durch einen Massenzuwachs von außen ein Planet auf eine beträchtliche Größe heran. Erst ist er so groß wie ein Haus, dann ist er so groß wie ein Berg, dann so groß wie eine Stadt, irgendwann so groß wie ein Land und irgendwann so groß wie ein ganzer Planet. Aber das ist natürlich so, dass man dafür Material braucht, damit dieser Planet tatsächlich auch anwachsen kann, erstens und zweitens wird es dazu kommen, dass die Teilchen, die also auf diesen Körper einfallen, Energie an ihn weitergeben. Ist das klar? Ne? Also dadurch, der Planet entsteht in dieser protoplanetaren Scheibe, von außen fallen immer wieder
Asteroiden auf diesen Körper ein, geben natürlich Energie beim Einschlag, größtenteils in Wärmeenergie ab, aber diese Energie wird natürlich auch dazu verwendet, dass der Körper also so einen Stups bekommt in gewisser Weise. Also kann man sich ja wirklich jetzt so vorstellen, das hier ist der Planet, dann kommt von außen Brocken an bei der Planetenentstehung und knallt drauf und dann gibt es hier so einen Eigendrehimpuls. Diese Mechanismen differenzieren natürlich ein bisschen. Sterne haben nicht aus demselben Grund den Eigendrehimpuls wie die Planeten, aber letztlich ist immer derselbe Mechanismus dafür verantwortlich. Denn es geht um den Drehimpulserhaltungssatz, es geht darum, dass also abgeschlossene physikalische Systeme, dass in abgeschlossenen physikalischen Systemen der Drehimpuls eine Erhaltungsgröße ist. So, und das betrifft nicht nur Sterne und Planeten, sondern auch Galaxienhaufen, Galaxien und offenbar auch in der Quantenmechanik jetzt die Proton, Elektron, Neutron. Da muss man aber aufpassen, denn wie ich das bereits sagte, ist die Quantenmechanik eine Welt, die vollständig von der klassischen physikalischen Beschreibung isoliert zu betrachten ist. Es ist also jetzt nicht akzeptabel zu sagen, ja, die Teilchen, die Quantenmechanik sagt, dass sich die Teilchen drehen. Darf man nicht sagen, weil Drehung ist im Sinne der Rotation ein klassischer physikalischer Begriff. Und die Quantenmechanik sagt dann, Teilchen besitzen einen Spin. Also Spin ist, wie ich schon sagte, eigentlich sowas wie der Eigendrehimpuls eines Teilchens, darf man halt nur nicht sagen. Weil physikalisch nicht korrekt. Was haben wir denn jetzt alles schon gehabt? Aber fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Durch die Vermessung von spektroskopischen Aufnahmen, durch die spektroskopische Vermessung von astronomischen Objekten ist es uns mittlerweile möglich festzustellen, dass eine Differenzverschiebung zu beobachten ist im Spektrum dieser Objekte. Man beobachtet, wenn man das Licht eines kosmischen Objekts aufspaltet, aus bestimmten Gebieten blau verschobene und rot verschobene Absorptionslinien. Das schließt darauf oder lässt darauf schließen, dass das Gas des Objekts an einer Stelle auf uns zukommt, sich an der anderen Stelle wieder entfernt. So, das entspricht dann natürlich dem klassischen Bild einer Eigenrotation. Das heißt, man hat hier das Gas, ich hatte es schon gesagt, minus, die Radialgeschwindigkeit ist minus, das Gas kommt auf uns zu, dann ist hier die Radialgeschwindigkeit 0, das Gas entfernt sich wieder und hier die Differenz zwischen Minus und Plus, die man genau vermessen kann, ist dann der Wert der Rotation dieses Himmelskörpers. Man stellt nun fest, dass nicht nur Planeten, Sterne rotieren, sondern auch Galaxien und Galaxien-Superhaufen und Galaxienhaufen rotieren. Diese Rotation wird astrophysikalisch hauptsächlich durch die Entstehung geklärt. Man hat es also beispielsweise bei der Sternentstehung mit denselben Mechanismen zu tun wie bei der Galaxienentstehung. Man hat Gas, das unter seiner eigenen Schwerkraft zusammenfällt. Es hat bereits einen Eigendrehimpuls, dadurch, dass es gravitative Wechselwirkungen mit dem intergalaktischen Medium oder interstellaren Medium erfahren hat. Und diese Wechselwirkungen führen zu einem kleinen Eigendrehimpuls, der sich bei einer Kontraktion dieser jeweiligen Objekte auch noch verstärkt, weil ja der Drehimpuls eine Erhaltungsgröße ist. Und wenn eine riesige Gaswolke zusammenfällt, dann wird der Gesamtdrehimpuls in einen sehr kleinen Bereich gedrückt und dadurch ist insgesamt natürlich die Rotation des Objektes schneller. Und dann hat man also unterschiedliche Mechanismen. Nicht nur bei der Sternentstehung, auch bei der Galaxienentstehung, bei der Entstehung von Galaxien-Superhaufen und bei den Planeten ist es dann die Akkretion. Das wollte ich in dem Video jetzt nur mal erwähnt haben. Also ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert, aber ich hoffe, es war detailliert und ausführlich genug, damit ihr jetzt mal so ein bisschen verstanden habt, wieso sich alles im Universum irgendwie um die eigene Achse dreht. Also wenn ich mich um die eigene Achse drehe, hat das übrigens Gründe, die mit mir selbst zu tun haben. Also es ist jetzt nichts Physikalisches.